是。That's right. Okay. Das da ist eine Schwarzkiefer. Schön daran zu erkennen, dass es sich A um eine Kiefer handelt. Ja, schön zu erkennen an den entsprechenden Nadeln. Da sind gerade zwei Enten durchgeflogen. Sind sehr lange Nadeln. Das ist ein Charakteristikum der Schwarzkiefer gegenüber unserer einheimischen Waldkiefer. Wirklich sehr, sehr lange Nadeln. Die können bis zu 25 cm lang werden, sagt man. Und ich habe ja schon mehrfach erklärt, gerade in Verbindung mit Kiefer, dass unsere einheimische Kiefer unten dunkel ist und oben dann rötlich wird von der Stammfarbe her. Und das ist hier nicht der Fall. Die ist also nicht zweifarbig. Deswegen wahrscheinlich deswegen auch der Name Schwarzkiefer, weil halt eben der Stamm nicht rötlich ist, sondern tendenziell eher dunkel. Jetzt schwarz ist natürlich auch übertrieben. Nichts an dieser Kiefer ist schwarz, aber ja. Das ist jedenfalls Pinus nigra. Nigra heißt schwarz, die Schwarzkiefer. Und damit herzlich willkommen im Schlosspark von Schloss Favorit. Ich versuche mich hier gerade so ein bisschen im Gebüsch zu verstecken zwischen Eibe und Hasel, damit ich nicht allzu sehr auffalle, wenn ich hier mit der Kamera quatsche. Viel Publikumsverkehr ist halt ein Park, ne? Ist entsprechend viele Leute unterwegs und das zu Recht. Es wird ja jetzt langsam Frühling und da gibt es natürlich auch viel zu sehen. Wir haben hier einmal eine Eibe. Zum Beispiel hier jetzt gerade im Bild da. Das gucken wir uns gleich noch genauer an. Und wie gesagt, das da ist noch mal eine Hasel. Und es gibt hier, wie gesagt, jede Menge interessante Dinge. Und ihr nervt mich ja immer, dass ihr mehr Baumbestimmungen haben wollt. Und deswegen machen wir heute noch ein bisschen zusätzliche Baumbestimmungen. Fangen wir mal an mit dem von dieser interessanten Baumart, die ihr hier jetzt nicht seht, was ich euch zeigen kann, nämlich das da. Das da sieht interessant aus, gell? Das ist die Frucht vom Amberbaum, Liquidamba. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher genau das da hinten ist. Ich glaube, der amerikanische Amberbaum, da habe ich vergessen, wie er auf Latein heißt. Jedenfalls der Gattungsname ist Liquidamba. Und sehr schöne Bäume, insbesondere im Herbst, weil die eine unglaublich intensive Färbung bekommen. Zum Beispiel rot. Und zwar so richtig schönes Weinrot. Also wirklich ein wunderschöner Baum im Herbst. Und der hat diese interessanten Früchte. Also da sind jetzt schon keine Samen mehr drin. Die sind vertrocknet. Die sind ja vom Vorjahr. Wenn man sie jetzt im Frühling aufsammelt. Ich könnte euch den Baum jetzt auch noch zeigen. Da könnt ihr aber nichts mit anfangen, weil der hat keine Blätter. Und Knospenbestimmung beim Liquidamba, das weiß ich auch nicht. Der sieht vom Knospen her, sieht der für mich aus wie ein Bergahorn. Knospenbestimmung kann ich nur bei einheimischen Bäumen. Und der amerikanische Amberbaum kommt logischerweise aus Amerika. Aber falls ihr mal diese Teile in irgendwelchen Parks auf dem Boden findet, die sollten da häufiger zu finden sein. Der Liquidamba ist ein beliebter Parkbaum. Dann ist es der amerikanische Amberbaum. So, und ich schleiche jetzt noch ein bisschen weiter und guck mal, was ich noch an interessanten Pflänzchen finde. Oder auch interessante Tiere, es sind auch ein paar da. So, die Nadeln von der Eibe solltet ihr eigentlich inzwischen ganz gut kennen. Die habe ich euch wirklich jetzt schon öfter gezeigt. Das hier ist ein Eibenstamm und zwar ein interessantes Exemplar. Schöne Eibenstämme habe ich euch noch nicht so viele gezeigt, glaube ich. Und zwar auffällig ist, Eiben sind immer leicht spannrückig. Ne? Also, dass die hier solche Einbuchtungen haben und ähnliches, das ist Standard. Man sollte übrigens auch mit dem Holz aufpassen. Auch das Holz ist giftig. Also hier irgendwelche Borke abreißen. Look. Da zum Beispiel das hier jetzt abreißen und essen, wäre eine schlechte Idee. Die ist sogar gar nicht mal so ungiftig, ne, die Borke. Also das hat schon in sich. Ist eine typische Streifenborke. Kann man erkennen hier an solchen Streifchen. Ne, gerade wie gesagt, wenn ich das jetzt abmachen würde, das ist immer die äußerste Schicht, die abstirbt. Nach und nach dann von innen rausdrückenden neuen Borke quasi ersetzt wird. Und wenn die innere Schicht bereit ist, darunter
und weiter nach außen drückt, dann würde dieser Streifen hier irgendwann, ja, eben streifenförmig abfallen. Und dahinter ist jetzt schon neue Borke. Also ich mache hier nichts kaputt, wenn ich hier jetzt ein bisschen dran rumspiele. Das macht dem Baum überhaupt nichts. Ist in diesem Fall nicht schlimm. Sollte man natürlich jetzt nicht im größeren Maßstab machen und nicht übertreiben. Aber typisch ist wirklich dieses Streifenborkenmuster mit diesen vielen Streifen, die man da gefühlt abziehen könnte. Dass eine Eibe mal einen einzelnen Stamm hat, so wie hier, machen wir mal noch ein bisschen Gesamtaufnahme, das ist eher selten. Oft sind die Dinger mehrstämmig, haben also mehrere Stämme, und das gucken wir uns jetzt auch gleich nochmal an. Hier auch nochmal ein sehr mustergültiges Exemplar, erstmal spannrückig, ne, sieht aus wie ein Stamm, ist aber nicht ein Stamm. Wenn wir da jetzt ein bisschen, Entschuldigung, Wackelkamera, drum rumlaufen, sehen wir, der besteht aus wirklich ganz vielen Stämmen, der entsprechende Baum. Und das ist auch wirklich typisch für Eibe. Also immer wenn man sowas Mehrstämmiges findet, immer gleich mal von vornherein vorsichtig sein, es könnte sich um Eibe handeln. Aha, so, und das hier blüht noch nicht, macht aber nichts, ist trotzdem der Aaronstab. Wenn man den sicher bestimmen möchte, dann muss man ein winziges Stück, also maximal so groß wie ein kleiner Fingernagel bei mir, maximal, besser die Hälfte davon, da einfach ein winziges Stück in den Mund nehmen und ein bisschen drauf rumkauen. Wenn man danach circa 3 Minuten lang Spaß hat im Mund, dann war es einer. Probiert das wirklich mal aus, jetzt ganz im Ernst. Es ist nicht angenehm, es ist aber wirklich ein Erlebnis, das man als Waldläufer einfach mal gemacht haben sollte. Einfach mal ein winziges Stück Ahornstab aufessen. Da passiert, also das, es macht wirklich nichts. Da kann euch überhaupt nichts passieren, wenn ihr wirklich nur ein winziges Stück nehmt. Es ist einfach ein Erlebnis. Und ich sage auch warum, sonst macht es eh keiner. In der Zellsaftvakuole, also dem großen Wasserbläschen, das in so einer Pflanzenzelle drin sitzt, sitzen bei dem Aaronstab kleine Kristallspeere, könnte man sich das vorstellen. Calciumoxalatkristalle, die so speerförmig da drin sitzen. So. Und wenn man jetzt als irgendein Mensch oder irgendein Tier auf diese Zelle drauf beißt, dann reißt natürlich diese Vakuole ein, die platzt oder wird sonst irgendwie mechanisch beschädigt. Und diese Calciumoxalatkristalle dringen halt entsprechend nach außen vor. Und das ist ein Stück Holz. Dringen dann nach außen vor und bohren sich bei uns in die Zunge, in den Mund, in sonstige Schleimhäute und so weiter und so fort. Und ja, das brennt. Und das ist ein sehr, sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man Brennnessel im Mund. Also das Brennen der Brennnessel im Mund. Ist ein wirklich interessantes Erlebnis. Gebt euch das mal. Also im Ernst. Es sind diese großen, zum Teil wirklich sehr großen Blätter hier. Blattgrund ist zentral, das heißt, die sind noch ein bisschen geührt, die hängen nach hinten noch ein bisschen raus. Wenn der Blütenstand da wäre, der ist natürlich ganz charakteristisch. Es soll Leute geben, die das Zeug mit Bärlauch verwechseln. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die haben eine ganz andere Blattspreite. Hier wirklich ein ganz typisches Blatt. Kann man sich ganz gut merken. Ist auch ein typischer Frühjahrsblüher und auch oft eben zusammen mit Bärlauch in Buchenwäldern anzutreffen. Da haben wir noch eine Anemone, und ich sage absichtlich eine Anemone. Das wird mit Sicherheit hier nur eine Pflanze sein. Alles ein und dieselbe, die halt eben nur mehrere Stängel vom gleichen Wurzelwerk ausgehend hat. Und demzufolge sind das genetisch alles Klone voneinander. Ne? So, jetzt hat sogar einigermaßen ohne Wackelkamera. Natürlich könnte man jetzt versuchen, die noch ein bisschen besser zentral ins Bild zu bekommen, und dann passiert das, genau. Ich brauche wirklich mal ein gutes Stativ. Ja, steh du auf, genau.
So, es äußern sich jetzt meine mangelnden ornithologischen Kenntnisse, dass ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt eine Weißwangengans ist oder Kanadagänse oder nochmal was anderes. Das ist jetzt natürlich peinlich. Es sind drei Stück. Das waren jetzt gerade kurzfristig mal alle drei. Sympathische Zeitgenossen. Die sind wild, die machen hier nur Pause. Also die gehören hier nicht zum Park. Sind auch nicht immer da. Ich bin hier oft und schaue auch immer mal ein bisschen, welche Vögel gerade so da sind. Und die hier sind normalerweise nicht da. Also ich vermute mal, die sind auf der Durchreise. Na, wo ist der letzte? Weg ist er. Hinterm Baum. Nächste Anschaffung, kameratechnisch, ist erstmal ein gutes Stativ. Und da der vor Ort Ben jetzt nicht mehr weiß, was er erzählen soll, meldet sich der Zukunftshintergrund-Ben vom Schreibtisch und kommentiert das Geschehen hier noch ein wenig, beziehungsweise erzählt noch ein bisschen was zur Gans. Die Kanadagans ist die größte Gans, die in Europa vorkommt. Also schon ein ordentlicher Vogel, ist auch durchaus wehrhaft und hat, wenn sie dann ausgewachsen ist, bei uns zumindest so gut wie keine natürlichen Feinde. Nur ein sehr altes, krankes, geschwächtes Tier wird dann eventuell tatsächlich sogar mal von einem Fuchs geholt. Aber eher sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Also wirklich ein ziemlich großer Vogel, ist auch eine der häufigsten Gänsearten der Welt. Also leider nichts Seltenes, wäre natürlich schön. Der Name Kanadagans kommt nicht von ungefähr, sondern die ist ursprünglich in Nordamerika beheimatet, hat zumindest ihre Sommerquartiere überwiegend in Kanada. Es gibt südlichere Teilpopulationen, die dann überhaupt nicht ziehen, sondern Standvögel sind, aber im Regelfall ist es durchaus ein Zugvogel. Hier bei uns in Europa handelt es sich wahrscheinlich auch um einen Zugvogel, also diese drei da müsste ein Pärchen mit einem ausgewachsenen Jungtier wahrscheinlich sein, die hier jetzt halt eben Pause machen auf den Weg in ihr Sommerquartier. Wobei gerüchteweise von Leuten, die häufiger in dem Park sind als ich, die wohl schon länger da sind. Das heißt, es könnte sogar sein, dass unser Park, unser Schlosspark, das Winterquartier von denen gewesen ist und die jetzt dann demnächst abhauen Richtung Skandinavien oder Großbritannien und dann da ihr Unwesen treiben. Also sehr schöne Tiere, sehr, ja, ich finde die sehr hübsch, muss ich sagen. Ganz interessant ist vielleicht noch die Konkurrenz zu unserer heimischen Graugans. Die findet nämlich so gut wie nicht statt. Das ist bemerkenswert. Die meisten Neozoen, also neu eingebürgerte Tiere in Europa, verursachen ja schon ein gewisses Maß an Problemen. Die Kanadagans gehört da nicht dazu. Das liegt einfach daran, dass sie ein bisschen größer ist als unsere Graugans. Und bei solchen Tieren, die durch Gründeln, also Kopf ins Wasser stecken, ihre Nahrung erwerben, ist die Länge des Halses ganz, ganz, ganz entscheidend dafür, wo die ihre Nahrung finden. Heißt, die Kanadagans kommt einfach weiter runter als die Graugans und holt sich auch das, was weiter unten ist, während die Graugans mit dem zufrieden ist, was die Kanadagans gar nicht haben möchte, weil sie halt eben weiter runterkommt. Das funktioniert erstaunlich gut. Außerdem, die Kanadagans brütet gerne wo sie das Gebiet überblicken kann, wo sie eine gute Weitsicht hat, während die Graugans gerne ein bisschen mehr Deckung haben möchte. Das heißt, die brütet irgendwo, wo sie ein bisschen besser versteckt ist, in hoher Pflanzenmasse zum Beispiel, wo sie halt eben sich ein bisschen verstecken kann. Und ja, deswegen kommen die sich erstaunlich wenig in die Quere, die beiden, und es ist also wirklich eine völlig unproblematische neue Vogelart in Europa, die schöne Kanadagans, und die ist inzwischen auch wirklich total etabliert und in keinster Weise irgendwie bedroht. Ja, und hier auch der erste Bärlauch. Einen können wir mal ausrupfen, spaßeshalber. Ne, der ist noch relativ jung, der sollte jetzt gerade gut schmecken. Ich persönlich mag den eigentlich nur als Pesto. Keine besonderen Merkmale am Blatt, einfach nur so ein längliches Blatt. Und wenn man den zerreibt und noch nicht nach was anderem duftende Pfoten hat, zack, 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 gerade so, und dann riechen. Und der charakteristische Bärlauchgeruch macht eine Bestimmung eigentlich sehr einfach.
Schwierig wird es nur, wenn man jetzt mehrfach am Bärlauch rumhantiert, mehrere Stängel in die Hand nimmt und eine ganze Menge von dem Zeug sammelt und Hände hat, die dann bereits sowieso von vorne bis hinten nach Bärlauch riechen. Dann kann man natürlich mit dem Geruchstest nicht mehr weiter Bärlauch identifizieren. Man sollte sich also, bevor man anfängt, da irgendwas zu zerreiben, das ganze Feld angucken, wenn man hier jetzt was beernten wollte, was man hier im Park natürlich nicht darf. Ein einzelnes Blatt kann ich mal ausrupfen, aber das reicht dann auch. Das heißt, das ganze Feld quasi vorher angucken. Erstmal schauen, bevor man anfängt zu sammeln, ist da überhaupt was dazwischen, was mir gefährlich werden könnte. Und wenn man dann nichts gefunden hat, dann kann man ja immer noch die Riechprobe machen. Und wenn man sich dann sicher ist, dass es sich um Bärlauch handelt, dann vorsichtig entsprechend sammeln. Aber dazu habe ich mal ein eigenes Video gemacht. Nur denkt halt wirklich immer dran, sobald eure Hände von vorne bis hinten sowieso nach Bärlauch riechen, könnt ihr eine beliebige andere Pflanze, auch ein Blatt Anemone, hier in der Hand ein bisschen reiben und an euren Fingern riechen und es riecht trotzdem nach Bärlauch. Ne? Also das ist mit Vorsicht zu genießen, ganz einfach. Vollständigkeit halber, das hier ist jetzt der Amberbaum, wo ich gerade euch die Früchte gezeigt habe. Ne? Und das Ding unterscheidet sich jetzt aktuell nicht signifikant von irgendwas anderem, weil halt die Blätter fehlen. Ne? Also nur der Vollständigkeit halber. Andererseits, das hier ist ganz interessant. Sowas ist immer gefropft. Habe ich auch schon mal in irgendeinem anderen Video erklärt. Fropfung funktioniert ja so, dass man irgendeine bestimmte Baumart als Unterlage hat. Meistens irgendwas, was relativ schnell wächst, was gut an die Bodenbedingungen angepasst ist, die vorherrschen. Und dann setzt man irgendwas anderes, was man aus künstlerischen Gründen oder zum Obstgenuss gerne haben möchte, setzt man oben drauf. So, und das wächst dann zusammen und die Wasserleitungen vom unteren Baum verbinden sich mit den Wasserleitungen vom oberen Baum, sodass der obere Baum quasi auch Wasser bekommt. Früchte, die das Ding dann eventuell trägt, sind aber nur die Früchte vom oberen Baum und haben mit dem unteren Baum genetisch überhaupt nichts zu tun. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Es ist übrigens auch möglich, dass man auf einen aufgefropften Baum, jetzt hier zum Beispiel einen Ast abschneidet, also wenn er noch jünger ist, und da wiederum eine andere Sorte drauf fropft. So kann man also theoretisch 20 Bäume auf einen Stamm zusammenfropfen. Das geht alles. Theoretisch geht das alles. Muss man halt nur wissen, wie. Also ja, und dann steht hier noch so eine geringfügig opulente Hütte übrigens rum. Aber das nur am Rande angemerkt. Die ist nicht wichtig, es geht ja um Pflanzen. Uns begleiten in so einem Park auch ganz oft irgendwelche schuppenbelaubte Nadelbäume. Ne? Also Schuppen heißt, die haben hier sowas statt Nadeln, also nichts Stechendes, sondern so ziemlich flache, schuppige Dinger hier. Das Ding ist aller Wahrscheinlichkeit nach, und die Schuppenteile sind wahnsinnig schwierig zu bestimmen. Das ist somit das Schwierigste, was es überhaupt gibt bei der Baumbestimmung, meiner Meinung nach. Und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der diese Meinung vertritt. Jedenfalls müsste es sich hier wahrscheinlich um eine Lawson-Scheinzypresse handeln. Es ist mit 85%iger Wahrscheinlichkeit eine Scheinzypresse und mit 70%iger Wahrscheinlichkeit eine Lawson-Scheinzypresse. Und zu weiteren Aussagen lasse ich mich nicht herleiten. Scheinzypresse erkennt man ganz grob, also einfach von den Wahrscheinlichkeiten her. Noch am ehesten daran, dass wir auf der Schuppenunterseite keine besonderen größeren weißen Flächen finden. Ne? Wenn wir da so deutliche weiße Fleckchen haben, die so leicht wie Tippex aussehen, dann ist es eine Thuja, also die klassische Thuja, ne? Thuja applicata, die kennt man ja, die haben ja auch viele Leute als Hecke und so weiter und so fort. Die hat so weißliche Flecken, die so ein bisschen an Tippex erinnern, in den Buchten der Nadel, der Schuppenunterseite. Und wenn wir die nicht haben, sondern, und das hoffe ich, das kann man auf der Kamera erkennen, wir haben nur so leichte weißliche Streifchen am Rande der Schuppen und die sollen jetzt theoretisch in irgendeiner Form Xe bilden. Diese Xe, die muss man sehen können. Das ist eine Fähigkeit, die ist nur langjährigen Botanikern so hundertprozentig gegeben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir hat es nie gereicht, diese Xe wirklich identifizieren zu können, genau sagen zu können, was an diesen ganzen Zeichnungen, die hier jetzt hinten drauf sind, diese charakteristischen Xe für die Lawson-Scheinzypresse sind.
Ich meine aber, soweit ich das in Erinnerung habe, einfach vom Gefühl her, dass es doch die hier sein könnte. Aber ich möchte nochmal betonen, sicher bin ich mir mit Sicherheit nicht. Und deswegen kann ich euch auch nicht ganz exakt erklären, wie ihr eben diese Lawson-Scheinzypresse erkennen könnt. Wenn ich noch meine Thuja finde, zeige ich euch gerne auch noch meine Thuja. Haben wir überhaupt keine dieser weißen Sachen auf der Rückseite und eben dieses charakteristische Schuppenlaub, dann haben wir es aber in Mitteleuropa fast immer mit irgendeiner Scheinzypresse zu tun. So. Aber alle Angaben mit Gewehr. Peng! Ich hatte recht. Ich habe ein Schild gefunden. Ja! Ja, ich hatte recht. Erfolgserlebnis. Juhu!